Diese Prüfung in Südkorea findet unter freiem Himmel statt. Grund dafür und für die umfangreiche Schutzkleidung sind die Präventionsmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus. Nur einige Wochen zuvor hätte diese Prüfung in einem größeren Saal stattgefunden. Doch wie schnell sich das Virus hierbei hätte ausbreiten können, zeigt ein Vorfall aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. In einem Großraumbüro in einem Hochhaus gab es am 8. März 2020 einen bestätigten Corona-Fall. Nur einen Tag nach dem positiven Testergebnis am 9. März wurde das Gebäude geschlossen und die Bewohner und alle Angestellten, insgesamt 1.143 Menschen, getestet. Das Ergebnis: Im gesamten Gebäude gab es 97 positive Fälle. 94 Infizierte waren Kollegen aus dem Großraumbüro. Das zeigt, das Coronavirus kann sich vor allem in Großraumbüros rasant ausbreiten. Das bestätigt auch die Analyse des Centers for Disease Control and Prevention, einer Behörde des US-Gesundheitsministeriums, die den Fall in dem Großraumbüro in Seoul untersucht hat. Mit diesem Hintergrund scheint es sehr wahrscheinlich, dass auch weitere Prüfungen wie diese in Seoul auch in Zukunft mit viel Abstand, Schutzausrüstung und möglicherweise unter freiem Himmel stattfinden müssen.